So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir machen einen 18K Pinpoint Run und wollen genau herausfinden, wo wir sind. Wer es kennt, kennt's. Wer es nicht kennt, guckt Folge 1, dann findet ihr es raus. Und ich würde sagen, wir starten rein in Runde 1. Kambodscha People Party. Wir sind in Kambodscha. Ja, und da wissen wir, jetzt kommen die Sachen, man muss sich wieder erinnern, wir müssen diesen Stein finden, der Stein der Weisen. Auf jeden Fall sind wir in einer touristischen Gegend. Und, oh, guck mal, sogar ein Verkehrsschild in Kambodscha, wir sind 7 Ecke 14, nee, 774. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ah, dann müssen wir doch in Thailand sein. Aber warum war da denn Kambodscha People Party? Was mir gerade mal auffällt, in Thailand sind die Sachen auf einmal grün. Es waren vorher andere Farben. Okay. Aber das passt hier nicht. Zur 7. Passt auch nicht zu Laos. Aber warum ist da die Kambodscha People Party abgebildet gewesen? Gut, es kann natürlich ein Thailänder an der Grenze sein, der für die Kambodscha People Party ist. Oder Myanmar, das würde passen von den Dings. Da waren wir auch erst einmal oder so. Myanmar. Wir gucken mal. 7, haben die eine 74? Hier ist zumindest eine 71. Ich hätte geschworen, das ist die Kambodscha People Party auf dem Bild. Also 7 sehe ich. Über 7 sehen musst du gehen. Die 7 verschwindet im Nirgendwo. Du wirst sie nie gesehen. Die haben keine 74. Wie heißt denn das? Krazie. Sehen wir das vielleicht? Und Stungtreng. Putato. Keng Tung sehe ich. Das andere da oben kann ich leider nicht lesen. Dummer Baum. Magave, Tak Tong, Wudwin. Geht denn die 7 hier weiter? Auch nicht, nicht? Die hört hier auf und geht nur ein Stück hoch. Oder die AH1 ist die 7. Nee. Die AH1 ist die AH1. Vielleicht gibt es ja noch eine 7. Die 8 geht einmal durchs Land. 1, 2, die hier hat gar keine Benennung. Okay. Ich denke mal schon. Aber hier ist die 1. Ne, die geht hier nur nach Norden, nicht? Stungtreng. Und da, wo die 7 aufhört, geht die 74 weiter. Aber die 7 hört mitten in der Stadt auf. Und Stungtreng sehe ich auch nicht. Schrift passt auch nicht. Ich bin irgendwie unentschlossen. Aber Kambodscha hat halt ganz andere Bezeichnungen, nicht? Oder haben die auch blaue? Nee. Die haben eigentlich immer diese komischen Zeichen. Und hier könnte ich auch nichts lesen. Davon mal abgesehen.
Laos. Und dann an der Grenze zu Kambodscha. Aber die haben nicht diese Pfeile, die haben halt eckige Dinge. Und Laos hat eine ganz geringe Abdeckung. Strung Teng. Nicht Thailand würden wir auch erkennen. Thailand ist auch anders. Malaysia war gelb. Sri Lanka, ja, war eigentlich auch immer anders, ne? Ey, da haben wir so ein gutes Schild und dann so eine Scheiße. In der Ecke waren wir letztens und du hast aufgegeben. Glaube ich nicht. Guck mal. Jetzt ist es die 7. Jetzt passt doch Myanmar wieder. Kambodscha. Okay, dann ist nur die Darstellung schlecht. Hier ist das Problem nur, die Bezeichnung. Ich weiß zum Beispiel, dass die 64 die 9 ist, zum Beispiel. Das muss ich schon mit Bitterheit lernen. Aber guck mal, da ist Krat hier. Das steht ja schon mal dran. Das ist gut. In die andere Richtung, Monul, da waren wir letztes Mal, das weiß ich. Monul war irgendwo hier unten, nicht? Irgendwo hier war Monul. Ich weiß nicht, welcher von denen. Aber das stand auf jeden Fall auch immer dran. War Monul hier oben? Ich weiß, wir hatten von hier oben bis da unten irgendwas geguckt. Und irgendwo war Monul. Kiri war doch das Ding, oder? Oder war das Siri oder sowas? Roha. Ja, ich weiß wieder, warum ich aufgegeben habe. Ich kann auch die Zeichen hier. Kaum erkennen und ich kann die Straße da nicht erkennen. Das ist das Problem. Was ist denn das? Gleich von weiter weg? Warum blurrt ihr das denn aus? Das ist so sinnfrei. 76. Okay. Das wäre dann nämlich hier. Und das war doch Sanu oder sowas, nicht hier. Das war Sanu und das andere war, da waren zwei mit S, Sanu und noch irgendwas hier oben. Wie hieß denn das? Auch irgendwas mit S, oder? Strung Treng. Ah, das ist Strung Treng. Okay. Genau, Strung Treng und das war irgendwas mit Sanu, Sini, Sonu, Sunul. Sunul war das, genau. Okay. Aber dann würde ich sagen, sind wir in Sunul, nicht? Ja, wir können ja nur hier sein. Stand da nicht die 74 in Blau? Warte, das gucken wir nochmal nach. Da steht die 74 in Blau. Ja. Aber die 74 in Blau ist ja eine andere. Guck mal. Das ist hier. Da ist die 74. Also irgendwo hier. Entweder hier oder da sind wir. Hier wäre 7,74, aber hier vorne ist 7,76. Ich glaube kaum, dass wir mit diesem Schritt so weit gefahren sind. Das ist schon zwei Schilder, zwei offizielle Schilder und zwei verschiedene Angaben. Es ist herrlich, oder? Cambodian People Party. Ich wollte doch sagen, also die drei People erkenne ich auf jeden Fall. Okay, wir fahren mal in die Seitenstraße und gucken auf dem Schild. Also hier geht die 7 rum, nach Phnom Penh.
Das heißt, wir stehen hier. Sind jetzt hier gerade. Jetzt ist nur die Frage, wo stehen wir hier? Auf welcher Höhe? Weil hier sind keine Gebäude. Das ist die Straße. Das ist die hier. Ja, guck. Das erkennt man. Das ist eine zweigeteilte, die schräg weggeht. Okay, und wir stehen auf der hinterliegenden Kreuzung dann. Da. Passt das von der Ausrichtung? Ost-West halbwegs. Oh. Könnte eigentlich... Ja, ist Ost-West. Aber wir stehen ein bisschen hier rein in der Straße. Und wir gucken nach Norden. Also sind wir dort. So vielleicht. Ich glaube, du hattest auch die Himmelsrichtung irgendwie verdreht und hinterher bekam der Städtanschluss, dass er nichts gesagt hatte. Zu Recht. Zu Recht. Oha, 5,29 Meter, aber der Startpunkt passt auch nicht ganz. Aber ey, für Kambodscha richtig gut. Aber diese blauen Markierungen haben mich komplett verwirrt, nicht? Die passten zum einen nicht zu den Symbolen und zum anderen auch nicht zur Position. Also die sind ja ganz weird gewesen. Also was das hinterm Baum sollte, keine Ahnung. Weil die haben wirklich ja viel besser zu denen hier gepasst. Aber ich war mir so sicher beim Start, dass es eigentlich Kambodscha war. Und dann kam dieses Schild und das hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Aber gut, Strungtreng muss ich mir mal merken. Strungtreng. Und damit in Runde 2. Oha. Ich möchte es ungern sagen, aber könnte das Griechenland sein? Ich habe es eigentlich ausgeschlossen. Oh no, das ist Griechenland, oder? Oder Jugoslawien vielleicht noch. Oder Italien. Nee, es muss Griechenland sein. Aber okay, vielleicht Kreta wieder. Altes Schild, neues Schild? Kann natürlich sein, nicht? Hinterm Baum dachte ich auch, nicht? Deswegen habe ich eher das an der Straße dann auch genommen. Aber guck mal, hätten wir beim letzten Mal nicht diese Route so ausgiebig gemacht, hätte ich das nicht wiedererkannt. Da sind wir ja drüber gefahren, auch über diese Ecke. Weil wir sind ja komplett von Strung Treng fast runtergefahren. Aber ich war oft an der Stelle. Also da, ich glaube, das ist so ein Hotspot, diese Straße, die 7. Vielleicht ist auch die einzige, die die Abdeckung hat, eine große, eine zusammenhängende. Das kann natürlich auch sein, dass man deswegen da landet. Wenn da gleich die Miniaturkirchen am Straßenrand kommen, stimmt's. Ja, das ist wahr. Also von den Felsen her, nicht? Wir können ja mal gucken, die Sonne ist im Süden, also sind wir auf jeden Fall im Norden. Wow. Brennt da was? Das sieht ja verrückt aus. Okay, da brannte nix. Ist, glaube ich, nur ein Kamerafehler gewesen. Oder ist was explodiert, untergegangen und weg ist es. Also im Süden liegt Meer. Im Süden liegt sehr viel Meer. Ich glaube, die Kamera hat echt ein Problem, nicht? Die hat hier immer so ein paar schwarze Punkte. Könnte Albanien sein. Türkei kann auch noch mal sein. All das ist definitiv mehr. Gibt's zwar auch große Seen, aber die werden ja dann auch oft als Meer bezeichnet. Aber das hat schon eine gewisse Ausdehnung. So, Maranovici. Oh, Jugoslawien. Immerhin. Oder wie heißt es jetzt?
Kroatien. Maranovici. Nord-Süd. Warte mal, das Meer ist im Süden. Maranovici. Vielleicht auf so einer Insel. Nacionaclini. Oh, fast. Maranovicini. Da sind wir. Okay, das war. War jetzt zum Glück nicht so schwer. Ich hab's mal gesehen. Die Frage ist, auf welcher Höhe befinden wir uns? Oh, Kacke. Oh, genau vor Kroatia. Ja. Das heißt wahrscheinlich genau in dieser Ecke hier. Sieht ein bisschen wie Elbe aus, wo ich dieses Jahr war. Ja, ich glaube, die ganze Ecke sieht so ein bisschen in die Richtung aus, nicht? Was haben wir da? Apartment Croatia. Hier, Kroatia. Das hier geht. Das geht nach Nordost? Dann sind wir gerade hier. Also wir fahren Südwest. Wir fahren aus dem Ort raus. Immer noch Südwest. Dann machen wir die harte Kurve nach Norden. So, und wir stehen in dieser harten Kurve nach Norden. Jetzt ist die Frage, ja, wo genau? Ah, Kacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mal, dann sind wir auf der einen Seite raus. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6,5 sind wir auf der anderen Seite raus. Ich würde sagen, wir sind genau da. 1,25 Meter. Das ging aber echt fix. Und damit zu Runde 3. Guck mal einen an. Oh, Singapur oder so. Zhongguancun Central Drive. Klingt gut, oder? Singapur. Die haben nämlich immer so tolle Abkürzungen. HDP, KPE. Die Frage ist, wo das TPE, wo HDB ist. Carpark. NEX. Sagong Road. Sim Evan Road. Still Road. Die Ecke hier hinten kennen wir, die ist es nicht. Punggol H, irgendwas mit H. Klingt hier Hugang? Nee, passt nicht ganz. Kembang? Brani Holland? Holland B? Dover? Segong? Alexander Drive. Serangoon Road. Wir sind aber Serangoon Evan Road, wenn, oder Segoon. Hier, Avenue. Car Park. Schüttern Park. Oha. Diese Kalenderereignisse, die eigentlich aus sind, gehen trotzdem immer wieder an. Ich liebe es. Serangoon Community Park. Wir sind Avenue 3. Das passt nicht. Das ist Avenue 3. Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe? Was ist denn das hier? Ein Busdepot?
Und das liegt westlich. Und das ist ein gerades Gebäude. Und unsere Straße geht super Süd-Nord. Ah, hier oben. Da sind wir. Aber es sieht nicht aus wie ein Buspark. Okay, aber wenn wir südlich fahren, müssten wir auf die Zweier kommen. Es geht auf jeden Fall erstmal nach Südosten. Passt. Und jetzt müssten wir auf die Zweier kommen. Ups, Aragon Road. Nee, okay. Das ist merkwürdig. Vielleicht heißt die aber nur Upper. Oder hier sind wieder zwei übereinander. Das könnte auch passiert sein. Oder geht unsere noch irgendwo anders lang? Wir können ja nur hier sein. Hier ist die 4. Da ist die 2. Ich gehe mal davon aus, dass es die ist und die Upper ist damit die gemeint. Aber die ist nicht eingezeichnet. Oder ich sehe sie nicht. Hier ist Upper. Aber warum ist hier die 3? Upper? Wo steht denn unser Name? Der steht gar nicht hier. Upper. Ich hätte erwartet, dass es irgendwo hier steht. Steht's aber nicht. Wenn man hier reinfährt, auch nicht. Okay, dann nehmen wir die nächste Seitenstraße einmal. Vielleicht heißt die obere so, ja? So ganz passt es noch nicht, oder? Hier, warte mal. Wie heißt das? Irgendwas mit Hub. Medley Heights Community Hub. Medley Heights. Bradle Heights. Bradle Heights Community Hub. Hier sind wir. Wie kann das sein? Warte mal. Also da vorne ist die Upper. Im Süden. Hier sind... So weit sind wir doch noch nicht rumgefahren. Sind wir so weit rumgefahren? Okay, die Maßstäbe verwirren mich gerade massiv. Und Saragoon Central Drive müsste dann hier kommen. Und der kommt halt nicht. Hier ist Saragon Central Drive. Da oben. Also jetzt sind wir an dem Ding. Aber eben waren wir hier. Aber starten tun wir da drin. Hä? Und da sind wir vorbeigefahren. Vielleicht geht die Straße hier durch? Nee. Und am Link bin ich auch nicht vorbeigefahren. Okay, wir starten nochmal. Naja, da steht der Link dazwischen. Zwar, also wir stehen Block 201. Das Gute ist, über die können wir uns auch navigieren.
Tja, nur dass es hier keinen Block 201 gibt. Hier sind die 30er Blöcke. Die 201er sind hier oben. Aber das ist Avenue 4. Vielleicht hier doch auf der. Hier ist 49. Aber HDB passt schon nicht. Stand ja dran mit HDB. Ha. Huh. Hier hinten ist 210. 221. Ja, keine Ahnung, wo 203 ist. Vielleicht sind die auch neu eingeordnet, neu gebaut worden, nicht? Vielleicht steht am Link nicht Link am Straßenschild, sondern der Straßenname, wo der Link hinführt. Na, normalerweise nicht. Hier steht ja auch nochmal. Also ich guck hier, Saragon Central sind wir jetzt. Irgendwie wechselt das immer. Jetzt wären wir hier. Wie sind wir auf die Avenue 3 gekommen? Hier ist jetzt Boundary Road. Das würde passen. Nicht im Norden, Boundary Road. Da sind wir jetzt hier. Central würde auch passen. Und wo ist hier 203? 203, hier, da steht's. Okay. Da musst du echt ranzoomen, damit das auftaucht. Wo habe ich denn das? Hier. Okay, hier sind... Okay. Hier sind wir. Da habe ich das 3 her, nicht? Nicht von einem Straßenschild, genau. Hier ist doch alles aufgezeichnet. Man muss es doch nur lesen. Hier ist der Central Drive. Dann kommt hier die eine Einfahrt und wir sind hier. Oder so. Und hier geht's zum Block 201 rein. Also an sich hier, vor der Kurve. Oh. Das heißt, der unterschlägt die zweite Einfahrt hier, die es bei Google gibt. $3,97 Meter. Geht doch. Verwirrend gewesen. Aber wir haben es geschafft. Wir waren 10 Minuten 55 in Kambodscha. Sehr stark. Kroatien 5,33 und Singapur 10,28. 26 Minuten und 56 Sekunden. Das war eine schnelle Runde. Muss ja auch mal sein. Man muss ja auch mal Glück haben. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Geotastic 18K Run. Bis dann.